Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür und dann habe ich mir gedacht, es wäre Zeit für ein Recap-Video von 2022. Ich erzähle euch, was gut gewesen ist, ich erzähle euch auch, was mir nicht so gut gefallen hat und am Ende des Videos gibt es auch ein kleines Geheimnis, was ich endlich lüften werde. Bleibt einfach dran. Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Vlog-Video möchte ich einmal das Jahr 2022 mit euch ein bisschen Revue passieren lassen. Ich erzähle euch ein bisschen, was ich alles gemacht habe, ich erzähle euch aber auch, was ich nicht gemacht habe und ich erzähle euch, was mir gut gefallen hat und ich erzähle euch auch, was mir nicht so gut gefallen hat. Und wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, am Ende des Videos werde ich ein kleines Geheimnis lüften, deswegen wäre es ziemlich cool, wenn ihr einfach dran bleibt und das Video bis zum Ende schaut. Aber fangen wir einfach mal an. Was habe ich 2022 alles gemacht? Ich habe, was Hörspiele angeht, habe ich leider dieses Jahr nur eine einzige Hörspielproduktion gemacht. Und zwar war das das Creepy Tale Zimmer 204 von dem Autor André Polei. Und das ist das einzige Hörspiel, was ich auf jeden Fall auf meinem Kanal hochgeladen habe. Und mehr habe ich dieses Jahr einfach nicht geschafft. Aber warum habe ich dieses Jahr nur ein Hörspiel geschafft? Oder warum habe ich dieses Jahr nur ein Hörspiel produzieren können? Die Gründe dafür sind relativ einfach. Ich war schlicht und ergreifend mit anderen Hörspielproduktionen beschäftigt, die nicht von meinem Ohrenkino stammen. Ich habe einmal, ganz am Anfang des Jahres, habe ich eine Hörspielvertonung für Holysoft gemacht. Das war ein Hörspielklassiker, beziehungsweise ein Holysoft-Klassiker, Der schwarze Kapitän. Damit habe ich eigentlich letztes Jahr schon angefangen, aber die Vertonung hat sich quasi bis dieses Jahr eigentlich hingezogen. Das habe ich, glaube ich, im Februar oder so abgegeben. Und danach im Anschluss habe ich drei Contendo-Produktionen abgeschlossen. Also jeweils immer die Vertonung und das Sounddesign gemacht. Die erste Folge, die ich vertont habe, das war Luna. Die ist mittlerweile auch schon veröffentlicht. Ihr erinnert euch, ich habe darüber auch schon berichtet. Da ist einer der Hauptsprecher Manu Lubowski. Das hat mich sehr gefreut, weil ich einfach cool fand, mal ein Hörspiel schneiden zu dürfen, wo er halt mitspricht. Und das ist mittlerweile auch bei den Midnight Tales schon veröffentlicht. Also alle Contendo-Produktionen waren halt Midnight Tales. Die anderen beiden Produktionen, die ich gemacht habe, die kann ich euch leider noch nicht verraten, weil sie schlicht noch nicht veröffentlicht wurden. Deswegen, leider Gottes, darf ich dazu noch nichts sagen. Aber wie gesagt, ich habe drei Contendo-Produktionen abgeschlossen und da ich für so eine Produktion auch immer so im Schnitt 2 bis 3 Monate brauche, weil ich das eben nur am Wochenende oder nach der Arbeit machen kann, kann ich einfach nicht so viele Produktionen machen. Deswegen sind meine eigenen Produktionen dieses Jahr ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall etwas verbessern, beziehungsweise das möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall ändern. In Social Media hat sich dieses Jahr auch ein bisschen was getan. Und zwar hatte ich ja Anfang April mitgeteilt, dass ich mich von Facebook ein bisschen zurückziehe. Das habe ich auch wirklich lange Zeit gemacht. Die Gründe dafür waren ja ganz einfach, dass ich unzufrieden war, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Facebook wirklich nur noch eine Werbeplattform ist, wo man bezahlen muss, damit man gesehen wird. Und ich habe auch einfach überhaupt keine Interaktion mehr auf meine Beiträge bekommen. Und es hat mich einfach ein bisschen gestört. Und ich hatte auch einfach keine Lust mehr, da so viel Zeit zu investieren. Deswegen habe ich mich von Facebook ein bisschen zurückgezogen. Mittlerweile bin ich so ein Stück weit wieder zurückgekehrt. Das heißt, ich biete wieder ein bisschen Content. Aber trotzdem ist meine Hauptplattform nach wie vor YouTube und Instagram. Das heißt, wenn ihr Bock habt, Content von mir zu konsumieren, wenn ihr wissen wollt, was ich so mache, was für neue Hörspiele ich mir gekauft habe, kommt einfach zu Instagram oder zu YouTube, abonniert mich da und dann verpasst ihr auch nichts von mir. Das nächste, was ich gemacht habe, das habe ich vor kurzem erst gemacht. Ich habe meinen Twitter-Account gelöscht. Die ganze Entwicklung von Twitter hat mich einfach, ja, muss ich sagen, hat mir auch nicht gefallen. Und dieses ganze Hickhack war mir zu blöd. Und ich muss auch sagen, dass Twitter noch nie wirklich meine Plattform war. Ich habe mich da nie so richtig wohl gefühlt und ich hatte da auch die geringste Reichweite, weil ich da einfach so gut wie nie was eingestellt habe. Deswegen tut es mir nicht so weh, dass ich da nicht mehr bin. Und falls ihr mir auch da gefolgt seid, es tut mir leid, aber ich hatte einfach keinen Bock, auf dieser Plattform noch weiter zu sein. Habe ich einfach keinen Spaß dran. Deswegen seht es mir nach und kommt einfach zu Instagram. Aber ihr wisst ja, ich bin nicht nur Hörspielproduzent, sondern ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Hörspielsammler.
Das bedeutet eben auch, dass ich mir so übers Jahr so einige CDs kaufe, natürlich auch ein paar digitale Sachen, aber als Sammler möchte man natürlich CDs haben oder Sammlerboxen und so weiter. Und die habe ich mir dieses Jahr natürlich auch gegönnt. Nicht ganz so viel wie das Jahr davor, aber ist immer noch für mich ausreichend gewesen. Und was ich mir alles so gekauft habe, habt ihr natürlich alles schon auf Instagram gesehen, aber hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was ich mir 2022 an Hörspielen gegönnt habe. Schaut rein! So Leute, das sind alle meine Hörspiele, die ich 2022 gekauft habe. Das sind keine Rezensionsexemplare, sondern wirklich nur Hörspiele, die ich ganz normal im Shop gekauft habe. Was natürlich fehlt, sind noch die ganzen Digitalkäufe, die man so natürlich nicht abbilden kann. Aber das ist eben meine Sammlung, die ich für 2022 mit diesen Hörspielen erweitert habe. Aber gehen wir mal ins Detail. Warum er immer in den Manuellfokus springt, weiß ich einfach nicht. Autofokus. Hier hätten wir aber so ein paar Kane-Kassetten. Das ist die MC-Version von Pop.de. Da. Und ihr seht, jedes Cover hier ist einem anderen Hörspiel nachempfunden. Wo kann man es am besten erkennen? Da seht ihr, das sieht aus wie von Tonstudio Braun. Tonstudio Braun. Dann haben wir hier noch so ein paar Kassetten. Das ist, glaube ich, jetzt keine besondere Auflage. Seht ihr an der Hülle. Hat auch nicht viel gekostet. Ich würde trotzdem mal gegönnt. Dann hier so ein paar alte Klassiker. Genau. Und die müsste ich eigentlich, ich muss noch mal nachgucken, ich glaube, die habe ich jetzt vollständig. Das sind ja, wie gesagt, die ich dieses Jahr gekauft habe. Dann auch mit Folge 6 habe ich dann auch alle vollständig. Also alle diese Version, also diese Auflage mit diesen Covern. Es gibt, glaube ich, 6 Stück davon. Genau. Und hier habe ich auch noch mal so ein paar. Was haben wir sonst noch hier? Dann gibt es hier noch ein paar Jules Vernes haben wir hier. Damit habe ich dann hier meine John Sinclair Tonstudio Braun CD-Version vervollständigt. Das sind jetzt auch alle. Also alle 108 mit der neuen Folge. Dann haben wir hier auch cooles Hörspiel, Neue Welten. Da muss ich mir noch die nächsten Teile besorgen. Aber ich glaube, die gab es nur digital bisher. Muss ich nochmal nachgucken, weiß ich nicht. Dann hatte ich mir nochmal, weil ich sie nur digital hatte, aber habe ich mir nochmal die End of Time auf CD besorgt. Dann haben wir hier das Schwarze Auge von Winterzeit. Haben wir auch ein paar hier noch geholt. Da. Was haben wir da noch drunter? Ich weiß gar nicht. Genau, Foster, da hänge ich auch ein bisschen hinterher. Moriarty. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber muss ich sagen, finde ich ganz gut. Dann haben wir hier natürlich noch die Dream and Grusel. Hatte ich mir auch noch vor kurzem zugelegt. Dann auch hier noch Tony Ballard. Und das Schöne bei Tony Ballard ist, dass ich bei Folge 47 und 48 habe ich den Dialogschnitt gemacht. Dann natürlich hier die Inselkrimis dürfen nicht fehlen. Auf CD die Wayne McClare. Ja, dann habe ich mir hier nochmal die Version neu gekauft, weil ich hatte die schon, allerdings nicht mit in dieser exklusiven Edition, weil hier ist, wenn man es aufkriegt, Moment, nämlich das Kreuz in groß drin. Dann haben wir hier noch Hurricane, sehr komplexes Hörspiel, auch gut. Und dann jetzt noch, das war mein letzter Kauf. Das ist hier das Höllenkreuz. Da sind alle Versionen drin, also alle die LP-Version da drin ist da drin, die CD-Version ist da drin und auch die Kassettenversion. Ja, also hier ist die CD-Version. Dann haben wir hier die Kassetten. Und dann gibt es hier noch so einen Jutebeutel. Und natürlich dann hier unten drunter nochmal die Version als Vinyl. Tja, wie gesagt, das sind so
meine Hörspiele, die ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Eine weitere Sache, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist, meine verbesserte Rhetorik in meinen Videos. Ich habe wirklich Kosten und Mühen gescheut, um mich da weiterzubilden. Ich habe ausprobiert, ich habe gemacht und das Ergebnis, muss ich sagen, kann sich sehen lassen. Ich kann euch aber viel erzählen, schaut einfach selbst. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Nochmal, die andere Aufnahme war natürlich wieder nicht scharf. Kannst du bitte noch einmal die Tür zumachen hier? Nee, ich muss nochmal machen, die Rechnung stimmt so nicht. Ich fühle mich einfach beobachtet. Dann kann ich nicht reden. Boah, ich schwitze jetzt schon wie so ein Irrer. Ich habe für euch ein... Was wollte ich überhaupt sagen? Deswegen... Okay, dann machen wir mal. Ich mache nochmal... Okay. Ich schwitze wie ein Schwein immer. Es ist schon warm hier. Ich stelle euch ein paar meiner Nerd... Was muss die Regie denn konkret? Habe ich das durch 8 geteilt und habe dann festgestellt... Dann erzähle ich euch, welche nochmal von vorne. Ich erzähle euch so ein bisschen was, eine Top 5 zusammengestellt von den Die Aufnahme, so wie ihr sie aus dem Mikro bekommt... Nee, ist auch Quatsch, ne? Gibt es ein paar Themen, mit denen ich euch... Machst du Tür zu trotzdem, damit ich das Gefühl habe, ich bin alleine? Ja, erstick ruhig. Die Sound Library haben sollte, das ist völlig verkackt nochmal. Die auf jeden Fall erfahren von mir und zwar, Nee, den mache ich auch nochmal anders, das ist auch zu kompliziert. Und natürlich an Laien sprechen. Noch mittendrin beim Dialogschnitt. Nochmal. Wie ihr sehen könnt, wovon ich der Meinung bin, die ihr auf... Ich erzähle euch etwas... Und, nee, das ist auch irgendwie Quatsch, wenn ich das so mache. In jede Hörspielproduktion passen... Nee, das ist auch wieder zu viel, ne? Boah, ne? Und zwar gibt es ein paar Neuerungen, die... Hörspielproduktion anfangen wollen. Ach, Gottes Willen nochmal. Der war, glaube ich, nicht schlecht. Genau. Und fangen wir mal auch direkt an. Das war sehr holprig. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. 5 meiner Top-Hörspiel-Sounds für euch zusammengestellt. Nochmal. Kamera ist einfach wieder ausgegangen. Glück auf, ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino. In diesem Hörspiel... Nee, ich bin noch nicht ready. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ich konnte euch... In diesem Video soll es um die Hörspielregie gehen. Nein. In diesem Video soll es um die Regieführung von Soundkategorien. Das heißt also, es sind nicht wirklich einzeln nochmal. Sie sucht ihren Vater auf, um quasi ein Heilmittel mit ihm zusammenzufinden. Nee, ist auch Quatsch. Stimmt auch nicht. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt. Ich habe für euch 5 meiner Lieblingshörspiele. Nochmal, das ist ja wirklich so kotzen. Das war's. Und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Nochmal. Das war's auch schon wieder mit diesem Workshop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen ein paar neue Anreize. Nochmal. Und danach richte ich mich. Ach, das ist. Ich lasse den scheiß Hinweis erstmal weg. Den mache ich vielleicht später noch einmal. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog. Sollte reichen, ne? Ich habe es ja anfangs schon angesprochen, dass es auch ein paar Punkte gab, die mir dieses Jahr nicht so gut gefallen haben. Auch die möchte ich euch mitteilen. Einer davon war natürlich, dass ich nur eine einzige eigene Produktion hochgeladen habe auf YouTube. Das ist natürlich ein bisschen wenig und das hat mich auch ein bisschen gestört. Und das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr ändern. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen, dass ich ganz fleißig dabei bin, die 2. Staffel von Motorum Kibus zu schreiben. Ich habe jetzt auch schon die Cards so ein bisschen zusammen. Einige haben schon zugesagt, andere, da steht die...
die Zusage noch aus und kleinere Rollen muss ich noch anfragen, aber auch das wird alles irgendwie in den nächsten Wochen wird das abgeschlossen und dann kann ich auch nächstes Jahr mit der Produktion anfangen. Wie das Ganze dann abläuft, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keinen Jahresplan erstellt. Ihr wisst ja, bei mir ist es so, dass ich beruflich auch immer wieder eingespannt bin. Deswegen kann ich sowas nicht im Vorfeld hundertprozentig planen. Aber ich will auf jeden Fall die ersten 3 Folgen, sage ich mal, nächstes Jahr veröffentlichen und auf jeden Fall die Zeiträume zwischen den einzelnen Folgen deutlich verkürzen, dass es nicht so ein Desaster wird wie bei der ersten Staffel. Aber Schluss mit der Jammerei. Am Ende des Videos hatte ich euch ja versprochen, dass ich ein kleines Geheimnis lüfte. Und zwar Falk T. Puschmann und ich planen zusammen einen Hörspiel-Podcast. Wir haben lange an der Technik rumgeschraubt, wir haben uns überlegt, was können wir machen, wie können wir das machen. Wir haben auch schon einige Testfolgen aufgenommen und mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Technik abgeschlossen haben. Wir haben auch die ersten Folgen schon aufgenommen. Das Ganze produzieren wir halt natürlich ein bisschen vor. Wir werden damit nächstes Jahr auf jeden Fall starten. Der Podcast trägt den Namen Ohrenbrecher Podcast, die Hörspielmacher. Falk und ich sind beide Hörspielmacher. Sein Studio heißt Studio Weltenbrecher, mein Hörspiellabel heißt Mein Ohrenkino und daraus haben wir zusammen den Namen Ohrenbrecher entwickelt. Das Ganze findet also auf seinem YouTube-Kanal statt. Wir nehmen den Podcast auch als Video auf. Das erscheint dann auf seinem Kanal als Video. Wir wollen das Ganze aber auch auf die Streaming-Plattformen bringen, damit ihr das Ganze auch digital bei Spotify zum Beispiel genießen könnt. Darüber werde ich euch später auch noch genauer informieren. Es ist auf jeden Fall so, dass wir nächste Woche Dienstag um 15 Uhr, das ist der 27., werden wir unsere Pilotfolge, das ist unsere Testfolge, werden wir auf seinem Kanal veröffentlichen. Dann warten wir auch mal so ein bisschen das Feedback ab. Und wenn das Ganze gut angelaufen ist, werden wir dann nächstes Jahr immer am zweiten Mittwoch einen Podcast hochladen. Das heißt also wirklich alle 2 Wochen gibt es dann eine neue Folge. Und die Folgen wollen wir am Anfang noch nicht ganz so lange machen, maximal so eine halbe Stunde. Und wir wollen dem Ganzen auch Raum bieten, damit sich das Ganze einfach weiterentwickeln kann. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die ihr dann in dem Podcast auf jeden Fall sehen könnt. Und da könnt ihr uns dann auch Feedback und so weiter schreiben. Also dafür ist gesorgt. Später gibt es auch eine kleine Internetpräsenz. Das machen wir aber alles nächstes Jahr. Wir haben uns jetzt erstmal darauf konzentriert, dass wir diesen Podcast einfach an den Start bringen. Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr fleißig hört und natürlich, wenn ihr uns dann Feedback gebt. Das war's auch schon wieder mit diesem Vlog-Video. Ich vermute mal, es wird dieses Jahr das letzte Video gewesen sein, was ich hochlade. Wie gesagt, nächste Woche gibt es ja dann nochmal den Podcast, auf den ich verlinke. Vielleicht kommt noch ein kleiner Short, wie ich ein paar neue Hörspiele vorstelle. Muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Ansonsten würde ich sagen, habt wirklich eine schöne Weihnacht, kommt gut ins nächste Jahr, bleibt mir auf jeden Fall treu, obwohl ich nicht immer so viele Videos für euch hochladen kann. Trotzdem finde ich es wirklich super, wenn ihr mich supportet und dass ihr mich supportet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video und im nächsten Jahr. Bis dann!